Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 4 gegen 4 Superhelden-Modus. Dann will ich mal die Burg. Welcome to Nova. Das ist gut. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe so viel Stichschaden. Ich habe mega viel Stichschaden. Schwierig. Der Aufprallschaden ist gar nicht da. Na gut, wir nehmen es erstmal so. Fange ich einfach mal mit einer Sakura-Blume an. Ganz klassisch. Zack, fertig. Dann versuche ich mal um den Sturmjäger, das heißt den Leviathan, die Mantas zu bauen. Das ist keine schlechte Idee. Okay, hier drüben Angler und geweihtes Ross. Ja, umso länger die empfänglichen Wellen dauern, desto mehr Mana kriegt der. Das ist schon eine Frechheit, dass das funktioniert. Also ein paar Sekunden 0,9 mehr. Das heißt, ich baue dann eine Katze nächste Welle. Um das Ganze ein bisschen abzufangen. Okay, drüben Gargoyles. Ja, da wird halt einen fetten Kingpin bauen, relativ früh schon. Hat auch nicht so viel Reichweite, ne? Machen wir so. Bin ich erstmal ausgestattet. Er greift natürlich den an. Ist Crablord. Vollsteckkatze. Okay. Ja, ich war einfach ein Worker. Das macht hier schon am meisten Sinn.
Easy verteidigt. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Dann kann ich da ein paar Mandas reinsetzen. Das geht klar. Okay, der Reichwert ist wirklich lächerlich. Muss ich mal Wölfe hinstellen jetzt. Oder ich kriege einen Golem noch zusammen, aber soll ich kriegen, soll ich schaffen. Bösewicht. Das ist gar nicht schlecht für die Mantas. Den verstärke ich hier gleich mal. Greifen ihn trotzdem an. Die Reichweite ist viel zu klar hin. Ein Kingpin steht schon, sonst nur geweihte Rösser. Ich glaube, der hofft auf den Magier-Buff. Der kommt auch relativ häufig. Dass er dann in seinem Sechseck da das noch mit reinpacken kann. Einfach Echsen rein. Yes, my lord. So, das reicht. Hoffe ich mal. Ja, der hat ein bisschen größere Reichweite. Sakura Blume. Ich hätte den ein bisschen weiter hinten platzieren sollen. Ja, das schaffe ich nicht. Zu viele kleine Kackteile noch. Aber es ist nicht so schlimm, es sind mehr 10 Gold, die ich da verloren habe. Kriege ich wahrscheinlich jetzt noch eins pro Stück wieder zurück. Also 5 Gold, damit kann ich leben. Ja. Guck mal erstmal, wie sich der Manta macht. Das, nicht, dass er sofort angegriffen wird, dann auf Welle 9 oder so. Bevor ich den Bösewicht auf ihn drauf packe. Nö, wird er nicht.
Zuerst wurde man ja gekillt. Das ist aber nicht so schlimm. Fuchsenwürger. Ich habe das Gefühl, ich hänge so ein bisschen hinterher, dabei bin ich ganz weit oben. Nichts bauen? Okay. Ich glaube zwar nicht, dass ich die nächste Wave halten kann. Ich habe keinen Boss-Killer am Start. Turtle. Könnte den Legatan verstärken. Zumindest das geht schon mal. Mal gucken. Das sieht gar nicht schlecht aus. Macht weniger Schaden und er kriegt mehr Schaden. Aber es ist knapp. Es war knapp. Holy shit. Champion, Bösewicht und nochmal den Metzger-Buff. Das ist fett. Kriegst du die Beschützer-Aura? Dann werde ich den gleich auf. Und dann machen wir dort so einen kleinen Split noch. Der ist aber auch riesengroß. Ordentlich verstärkt durch den Leviathan. Gefällt mir ganz gut. Leviathan kackt trotzdem zuerst ab. Aber da soll er auch nur seinen Buff benutzen. Der Rest ist mir eigentlich Wurst. Worker aufbauen. Ganz wichtig. Da hänge ich schon ein bisschen hinterher. Und nächste Runde schicke ich dann irgendwas, um hoffentlich seine Kingpin und geweihte Rösser zu besiegen. Hat schon den zweiten maximal. Und Jünger auch noch. Oh, holy shit.
ready to die. For the clan. So. Können die Wölfe mal aufwerten. Ja, da geht auf jeden Fall die noch mit rein. Komm, mach mal die Schnecke noch mit rein. Vielleicht fängt die den ersten Schuss ab. Sah zumindest so aus. Oh, die kann übel schnell wieder aufladen. Oh. Hm. Glaube ich nicht. Wird die halten. Die ist zu fett. Aber es sah schon mal nicht schlecht aus. Müssen die Raves noch ein bisschen stärker werden. Das ist wichtig. Halben Leben, er war ewig gebraucht. So. So sieht es doch gut aus. Ich glaube, ich werde 15 mal probieren. Ich meine, 16 wäre auch nicht schlecht. 15 ist halt für die Mana-Rosser kacke, aber sonst. Uns geht's eigentlich. Okay, Dreieinigkeit. Meine Frontline ist echt schwach. Da muss ich aufbauen. Oh, da habe ich mit magischen Schaden nicht viel hab. Werde ich hier weiter mit Katzen arbeiten müssen. Für die Verteidigung. Consider it done. Consider it done. I need more workers. More. 190. Mal gucken. Ah, der will übelst viele Kingpins bauen. Man hat ja schon angefangen. Aber da kommen noch einige mehr dazu. Okay, das halte ich. Chancenlos. Hat auch 415 plus. Was haben wir? Vampir. Das
bringt mir meinem jetzigen Stand irgendwie nicht so viel. So, wir rollen mal. Ja, Metzger nicht schlecht, aber nehmen wir die Katzen raus, oder? Wir lassen die Katzen drin. Nehmen den raus, wir nehmen das Tor mit rein. Den könnte ich gut noch mal schicken. Meine Blume, die ist auch gut. Die hat 18 Stacks schon. Sollten wir blocken. Holy shit, was ist das für ein Riesengerät? Das ist doch nicht normal. Sieht doch gut aus. Dann mache ich das so. Mach die Tore damit rein. Dann stelle ich auch freie und magischen Schaden mit drin. Bisschen Frontline ist dann auch noch dabei. Gut gehalten. Holy shit, plus 1195. Haben wir einen Grow hingestellt. Aber ich kann einfach nicht dran hinter, ne? Der ist so fett da oben, weil der kann auch übelst viele Blocker bauen. Da hat man einfach keine Chance. Not enough gold. Ich werde hier einfach noch ein bisschen aufbauen. Ich glaube, ich hole keine Worker mehr. Ich habe ihn schon dick geschickt, das ist ganz klar. Aber ob das reicht? Ich glaube es fast nicht. Nee. Ich muss doch noch Worker holen. Der aufgewertet? Ja. Sind alle aufgewertet, sehr gut. Ich muss mich theoretisch nur um die Tore kümmern.
Wir müssen auf jeden Fall sammeln. Es wird sonst nichts. Wie soll ich den denn sonst besiegen hier? Der regeneriert ohne Gleichen. Warum habe ich eigentlich immer den Fetten? Okay, die sind auch nicht. Die sind auch nicht ohne. Tore aufwerten. Die kriege ich auf jeden Fall noch maximal. Dann mache ich den Metzger noch groß. Und dann ist hier soweit Schluss. Der hat schon fast 10.000, ey. Und das hat er letzte Runde schon gehabt. Das ist schon abartig. Und er hat 3000 mehr als der Beste von Platz 2. Ist einfach nicht normal. Wie soll ich den denn besiegen? Blume ist auch ganz schön stark. 28 Stacks, holy shit. Immer noch 3000 plus. Die anderen haben alle Minus, aber er hat 3000 plus. Er hat sogar 2400 Bienenholz. Ich habe keine Ahnung. Die sind alle low außer der eine. Der eine ist zu fett. Das habe ich nicht mal zusammengekriegt. Ja, ein Haufen Hexen. Wir werden schneller durchgeprügelt. Die haben uns wesentlich mehr geschickt. Und das wird nicht. Das ist zu fett mit den ganzen Kingpins. Muss man überlegen, ey. Der hat trotzdem noch 2300 plus gehabt. Also was der für eine Kombo hatte. Unglaublich. Unglaublich. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei.
Beim letzten habe ich auch Superheld gespielt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.